Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Genau das bekommen jetzt auch Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan zu spüren. Der Millionendeal zwischen den Sussexes und dem Streaming-Riesen Spotify ist geplatzt. Ja, die Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon könnte ihr leichter Hang zum Größenwahn sein, um es mal so salopp zu formulieren. Und wenn ich das hier so sage, das Wort Größenwahn, hat Tanja schon die Augen geschlossen und hat so ganz, ganz genervt den Kopf geschüttelt. So, also Fakten. Harry, Meghan, Deal mit Spotify gehabt, 2020 abgeschlossen. Meghan dann ihren ersten Podcast erst 2 Jahre später veröffentlicht, der jetzt nicht verlängert wird. Warum? Na, es gibt viele Gründe. A, weil er nicht erfolgreich war, also weil scheinbar niemand zuhören wollte. Und dafür haben die beiden einfach viel zu viel Geld bekommen. Und es kommen ja auch da jetzt. Also deswegen, wenn du sagst, ich gucke genervt, ich schließe die Augen. Ich gebe mir wirklich Mühe, irgendwas gut zu finden noch an den beiden. Und ich kann es ja immer nur wiederholen. Ich war ja größter Meghan-Fan, als sie in Suits gespielt hat. Ich war größter Meghan-Fan, als es bekannt wurde, dass Harry und Meghan daten, dass sie sich verlobt haben, dass sie heiraten. Ich habe dieses Paar geliebt. Aber was mich wirklich nervt inzwischen, und wir haben das ja auch von der Psychologin jetzt sogar mal analysieren lassen, also dieses ständige, Meghan sagt ja immer, alle anderen sind schlimm, alle anderen machen alles falsch, alle anderen wollen ihr nur Böse. Also ihre eigene Familie, ihr Vater, ihre Geschwister, das englische Königshaus, gewisse Prominente. Also alle machen alles falsch, nur sie ist die Einzige, die alles richtig macht. Und das gibt's ja nicht. Also das gibt's bei gar keinem Menschen. Und als ich das jetzt die Woche, wir haben ja berichtet, als das jetzt mit dem Podcast öffentlich wurde, sie verlieren ihn, dann kam ja auch raus, das war, fand ich auch unglaublich, dass sie gelogen hat, was die Interviews angeht. Sie tat ja immer so, als hätte sie selbst die Interviews geführt. Jetzt kam aber raus, ihr Team hat diese Interviews geführt. Also nicht alle, ne? Nicht alle, aber schon die meisten. Das finde ich auch spannend, dass sie die ganz großen Namen, so Serena Williams, ja, die soll sie dann selber geführt haben, die Interviews. Und die anderen hat ihr Team gemacht und es wurde dann aber so zusammengeschnitten. Na, ihre Stimme wurde dann nachträglich eingefügt und dann denke ich, das geht doch nicht. Also ich kann doch nicht einen Podcast machen unter meinem Namen und lass den dann von meinen Assistenten führen und lass mich dann auch noch reinschneiden. Also wenn das öffentlich ist, dass Assistentin A, B, C oder D diese Interviews führt, ist das ja alles in Ordnung. Also das war für mich schon unglaublich. Und dann kam ja raus, weil jetzt reden natürlich auch aus dem Umfeld von Spotify, die schütteln ja auch nur noch den Kopf, die Mitarbeiter, und die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Und Bloomberg, wirklich ein sehr renommiertes Finanz- und Wirtschaftsportal aus Amerika, die berichten das ja jetzt auch. Also wir denken uns das ja jetzt nicht aus, auch wenn das vielleicht die Meghan-Fans jetzt wieder vermuten. Nein, nicht Tanja May denkt sich sowas aus, sondern Bloomberg hat berichtet, dass es von Spotify eben Mitarbeiter gab, die wirklich den Kopf geschüttelt haben und gesagt, man kann mit Harry nicht zusammenarbeiten, weil er hat wirklich vorgeschlagen, also seine eigenen Ideen, er wollte einen Podcast führen, wo es um Kindheitserinnerungen geht oder schwere Kindheiten geht. Und da hat er gesagt, Trauma, ne? Kindheitstrauma, was er ja auch hat. Ist ja auch alles wichtig. Aber er sagt dann, okay, er will Donald Trump interviewen, er will Wladimir Putin interviewen, er will Mark Zuckerberg interviewen und er will vor allem auch den Papst interviewen. Und er hat schon überlegt, wie dieses Gespräch mit dem Heiligen Vater aussehen könnte. Und da sollte es eben um Religion gehen. Und hat er gesagt, das wäre doch super, dann kommt doch der Papst und dann mache ich meinen Podcast mit Papst Franziskus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Also warum soll der Papst mit Prinz Harry ein Interview führen? Also wenn überhaupt der Papst sich mit jemand trifft, dann trifft er sich mit König Charles III. Und das wäre dann ein Gespräch auf Augenhöhe, aber doch nicht mit Prinz Harry einen Podcast über Religion zu führen. Ja, das ist, Größenwahn ist da, glaube ich, das richtige Wort, ja, was wir eben genannt haben. Lass uns noch einmal kurz bei Meghan bleiben. Piers Morgan, der legendäre TV-Moderator aus Großbritannien, hat sie ja vor, ich glaube, 2, 3 Jahre muss es her sein, hat er sie Princess Pinocchio, also Prinzessin Pinocchio getauft, weil wir wissen, Pinocchio, Lügen, lange Nase. Hier könnte man sie jetzt eigentlich Mogel Meghan nennen, denn es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass sie lügt. Es gibt so, so viele Fälle, wo sie eindeutig nicht die Wahrheit gesagt hat. Wir erinnern uns auch noch daran, wie sie doch behauptet hat, sie hätte überhaupt keine Ahnung gehabt von den britischen Royals, vom Königshaus überhaupt. Und dann gibt es ein Foto, wo sie vor dem Buckingham Palace steht, als sie jung war. Und zudem gibt es sie mit so einem Magazin in der Hand, wo ich glaube, Kate und William drauf waren vorne auf dem Magazin. Und Freunde haben dann gesagt, die ist total der Fan von den Royals gewesen. Also das war nur eine von vielen, vielen Märchen. Meghan ist wirklich eine Märchen-Meghan, eine Mogel-Meghan scheinbar. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber sie hat ja auch damals, sie ist ja dem Blog gefolgt, den Kate, Herzogin Kate,
Prinzessin Kate jetzt, den sie gemacht hat. Also die wusste ganz genau, wer Prinz Harry ist. Und die wollte natürlich unbedingt in diese Familie. Und wo sie ja auch gelogen hat, war in diesem großen Interview mit Oprah Winfrey. Da stimmte ja jeder dritte Satz, war einfach eine Lüge. Und es wurde ja hinterher alles überprüft und wurde ihr ja hinterher auch alles vorgehalten. Unter anderem auch von Piers Morgan, der hat ja seinen Job verloren, obwohl er eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Und sie, das meine ich eben damit, dass sie sagt, wenn man ihr dann eine Lüge nachweist, dann sagt sie, nein, 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 das stimmt nicht, die Lügen. Aber es stimmt einfach nicht. Das ist unfassbar. Also sie malt die Welt, wie sie sich gefällt. Ja, wie Langstrumpf. Und was hat der Psychologe gesagt, mit dem wir gesprochen haben? Sie würde schon Züge einer Psychopathin aufweisen. Mhm. Aber wir haben das Thema... Eine Sache hatte ich mir noch notiert, weil du es gerade ansprachst. Der Spotify-Manager Bill Simmons, der hat ja auch einen Podcast und hat sich da ja so ein bisschen geäußert zu dem ganzen Thema Harry und sagte dann, da musste ich wirklich sehr lachen, er hatte das Treffen zwischen Harry und ihm als absurd bezeichnet und sagte dann, irgendwann muss ich mich mal betrinken und dann von dem Zoom-Gespräch erzählen, das ich mit Harry hatte, um zu versuchen, ihm mit einer Podcast-Idee zu helfen. Also wenn sogar dieser Mann davon spricht, dass die Meetings mit Harry, wo er mit ihm über Podcast-Konzepte sprechen wollte, absurd sind und dass er erstmal Alkohol braucht, um darüber zu sprechen, dann wissen wir wirklich, wo wir angekommen sind bei den beiden. Ja, diese Selbstüberschätzung. Also ich sag mal, die sind ja überhaupt nur in den Medien. Auch wir berichten ja nur über die beiden. Wir berichten nicht über Meghan, weil sie mal in Suits gespielt hat, sondern wir berichten über die beiden, weil Prinz Harry der Sohn von König Charles ist und der Bruder des nächsten Königs von Prinz William. Deswegen berichten wir bei Bild auch über Prinz Harry, ganz klar. Und natürlich auch über seine Frau Meghan. Wenn er nicht Mitglied dieses Königshauses wäre, würden wir über den gar nicht berichten. Und das ist das, was die immer vergessen. Also die sind nicht für sich prominent und die haben für sich noch nichts geleistet im Leben. Und das denken sie aber. Und deswegen, also wie kann ich denn annehmen, dass Papst Franziskus einen Podcast mit mir macht? Und jetzt gerade heute, ganz aktuell, haben wir aus Amerika erfahren, Meghan hat Taylor Swift, auch ein Superstar. Meghan hat Taylor Swift einen Brief geschrieben, handgeschrieben, hat sie eingeladen in den Podcast, aber Taylor Swift hat abgesagt. Also auf dieser Flughöhe haben die beiden sich bewegt und haben halt nur Absagen kassiert. Weil noch ein Satz dazu, um es abzuschließen. Wenn jetzt wirklich Papst Franziskus einen Podcast macht, mit wem auch immer, ob das jetzt Prinz Harry ist oder sonst irgendein Star, das fördert und hebt ja nur denjenigen, mit dem der Podcast geführt wird, auf einen Thron. Weil der Papst muss nicht auf den Thron gehoben werden. Der sitzt qua seines Amtes ja schon auf einem Thron. Also deswegen, egal was der Papst machen würde, er würde nur dem anderen damit helfen, berühmt zu werden. Und deswegen macht der Papst so etwas nicht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Auf der anderen Seite muss ich dir ein bisschen widersprechen bei dem Punkt, dass sie überhaupt nichts geleistet haben. Also Harry war beim Militär, war in Afghanistan. Warum? Der hat ja schon, weil er Mitglied der Königsfamilie ist. Das ist ein vorgezeichneter Weg gewesen. Ja gut, gewesen. Aber da kann er ja nichts für. Also da ist er ja reingeboren worden und dafür hat sich trotzdem dafür entschieden, seinem Land zu dienen. Und ein bisschen Anerkennung möchte ich ihm dafür schon geben. Das ist ja auch alles gut. Aber wie gesagt, das ist ja durch seine Geburt. Der Weg war ja vorgezeichnet. Der musste noch nie in seinem Leben eine Bewerbung schicken. Der musste noch nie in seinem Leben Geld verdienen mit dem Job, den er macht. Und es gibt ja auch Klassenkameraden, haben wir ja auch schon ausführlich darüber berichtet, die gesagt haben, ja, wie dumm er in der Schule früher war als Kind. Und wäre der nicht der Sohn des nächsten Königs gewesen, dann hätte der wahrscheinlich seinen Schulabschluss gar nicht hinbekommen. Das meine ich damit. Also natürlich, und ich gönne ihm das auch alles. Ich gönne ihm jeden Vorteil, den er hat durch seine Geburt, aber er soll es doch bitte auch anerkennen. Er soll doch anerkennen, dass er diese wahnsinnigen Vorteile hat, die ja sonst quasi niemand auf der Welt hat, außer vielleicht zwei Hände voll Menschen. Und das nervt mich so, dass er das nicht anerkennt. Das ist richtig. Und auf der anderen Seite, nur um eine ganz andere Perspektive noch darauf zu geben, hat er natürlich auch, obwohl er diese ganzen Privilegien hat, auch immer einen immensen Druck verspürt, den andere normale Kinder halt nicht haben. Er konnte gar nicht aufwachsen wie ein normales Kind. Und vielleicht haben ja auch die Sachen in der Schule, dass er nicht gut war und diese Rebellion, die er dann auch irgendwann hatte im Teenie-Alter, auch damit zu tun gehabt, was in der Königsfamilie los ist, der Druck von außen, auch der Tod seiner Mutter. Nichtsdestotrotz, natürlich führt er ein privilegiertes Leben. Und ich finde es ja auch ganz schlimm, dass er sich immer als Opfer darstellt. Ja. Also, dass er immer sagt, alle anderen sind schuld und ich bin ja eigentlich nur der Spare, so wie ja auch der Titel seines Buches ist. Und eigentlich sind alle böse, er war immer nur der Ersatzmann. Aber finde ich auch ganz schlimm.
da sind wir doch wieder bei Megan. Da schließt sich doch der Kreis. Also er hat es doch alles geliebt. Er hatte eine schöne Kindheit bis zum Tod seiner Mutter. Natürlich ist er auch nicht nur schrecklich aufgewachsen. Also natürlich wachsen Königskinder auch sehr privilegiert auf mit Dingen, die sonst kein Kind erleben darf auf dieser Welt. Auch Prinz William hat seine Mutter verloren. Und trotzdem redet er nicht jeden Tag drüber. Und er hat es geschafft, ein Leben aufzubauen mit seiner Frau, mit seinen Kindern und engagiert sich jeden Tag für sein Land. Also und Harry hat es ja geliebt. Der war ganz eng mit Kate. Er war ganz eng mit seinem Bruder William. Und er war auch, er hat sein Leben geliebt. Er hat sein Rugby, er hat sein Polo geliebt. Er hat die Armee geliebt, seine Freunde. Das war ja sein Leben. Und dann kam Meghan und die redet ihm das jetzt alles ein, genauso zu sein und zu denken, wie sie das ja macht mit ihrer eigenen Familie. Und das finde ich so schlimm, dass sie alles kaputt macht, was ihm ja mal wichtig war. Und ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass er glücklich ist in Amerika. Der versucht natürlich nach außen, er lächelt und er macht es auch mit und er sagt auch, wie toll sie ist und wie er sie unterstützt. Aber ich glaube, tief in seinem Herzen ist dieser Mann ganz, ganz, ganz einsam. Und ich sage es nochmal, ich glaube, dass diese Ehe irgendwann scheitern wird, weil sie ihn verlässt. Und dann? Dann geht er wahrscheinlich zurück nach Großbritannien oder er wird es nicht tun, weil er auf jeden Fall bei seinen Kindern bleiben will, weil er einfach seine Kinder so sehr liebt. Es geht bei den beiden, wir wissen nicht, wie die Ehe zwischen den beiden endet oder nicht, aber wir wissen, dass sie natürlich dadurch jetzt auch viel Geld verlieren. Zwischen 20 und 25 Millionen hätten sie bekommen sollen. Am Ende, glaube ich, verlieren sie jetzt 10 ungefähr. Ja. Das ist natürlich schon eine Menge Geld, weil die beiden leben ja auch auf großem Fuß in ihrem Haus in Montecito. Denn das ganze Sicherheitspersonal etc., das kostet ja auch alles. Das klingt immer so viel, 25 Millionen. Aber wenn man weiß, was die für Ausgaben haben, ist das gar nicht so viel. Ne? Gut, er hat ja geerbt auch, also von seiner Mutter. Er wird auch sicherlich von seinen Großeltern geerbt haben, auch von der Urgroßmutter. Er wird auch vom König erben eines Tages. Also ich glaube, finanziell müssen wir uns um Prinz Harry keine Sorgen machen. Das ist natürlich eine Dimension, die wir normale Menschen uns ja nur gar keine Vorstellung davon haben. Also Geld hat der, aber klar, wie du sagst, die leben auf ganz großem Fuß. Und da kostet einfach jeder Tag immense Summen.